Mit Unterstützung der Erste Bank La wird in La an der Thaya die Lehre durch die Stadtgemeinde La dual gefördert. Lehrlinge mit 3 Jahren Hauptwohnsitz in La bekommen eine direkte Unterstützung während des Jahres und auch die Lehrbetriebe sind bei Erfüllung gewisser Kriterien einmal im Jahr anspruchsberechtigt. Ja, die Förderung der Lehre ist unserer Stadtgemeinde ein sehr wichtiges Anliegen und in Kooperation mit der Ersten Bank La an der Thaya wird auch hier diese Veranstaltung und Förderung immer erfolgreich durchgeführt. Wir sind sehr dankbar, dass es in La Betriebe gibt, die immer wieder Lehrlinge, qualifizierte Lehrlinge ausbilden und dafür wollen wir auch unseren Beitrag leisten. Es ist speziell in der heutigen Zeit sehr wichtig, weil wir haben erst in letzter Zeit gemerkt, wie es ist, wenn ein dementsprechender Fachkräftemangel vorherrscht und daher wollen wir diesen Weg weiter verfolgen, weiter unterstützen, weil uns einfach das Ganze wichtig ist, diese Lehre, die Betriebe zu unterstützen, aber auch einen kleinen Beitrag für die Lehrlinge soll auch da sein. Möglich wird diese Aktion durch die Profit Card La der Erste Bank, einer speziellen Sparform für Lehrlinge im Raum La, da ein fixer Anteil als Zuschuss an die Stadt ergeht. Für das Jahr 2018 konnte eine Gesamtsumme von 2.470,86 Euro ausgeschüttet werden. Es ist ein Zusammenschluss von Sparern quasi unter dem Deckmantel von der Erste Bank La. Hier gibt es eine Sonderkondition und dieser Sonderkondition kommt quasi die Zinsgutschrift teilweise natürlich auch den Lehrlingen über die Förderung zugute. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass das Geld aus der Region in der Region bleibt. Und jedes Jahr wird hier geschaut, welche neue Lehrlinge gibt es und aufgrund dessen wird diese Förderhöhe wieder berechnet. Und natürlich steigende Zinsen wird auch wieder eine höhere Förderung für die Lehrlinge heraufbeschwören. Und das wird spannend werden für die nächsten Jahre. Also wir hoffen natürlich auch, dass die Zinsen steigen, nicht nur, sage ich mal, im Interesse von den Banken, auch im Sinne der Lehrlingsförderung und im Sinne von Stärkung von der Region. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt für uns alle. Mit dieser Förderung wird auch sichergestellt, dass Lehrlinge in der Großgemeinde La die volle Lehrzeit eingesetzt und im Betrieb gehalten werden. Also ich habe Hotel- und Gastgewerbeassistent gelernt und aktuell bin ich im Backoffice, also an der Rezeption in der Reservierung. Es ist so, dass wir im Bereich Hotel- und Gastgewerbeassistent in diesem Lehrberuf alle Schichten durchmachen, beziehungsweise eben im Service war ich. Also im Restaurant, in der Küche, im Housekeeping und eben an der Rezeption bzw. im Backoffice, also in der Reservierung. Sie haben ja schon einige tolle Preise auch bei den unterschiedlichsten Meisterschaften mit Ihrem Lehrberuf machen können. Ja, genau. Also wir waren mit der Berufsschule in Salzburg bei den österreichischen Staatsmeisterschaften. Da konnte ich Silber holen und bei den niederösterreichischen Staatsmeisterschaften konnte ich den 2. Platz machen. Ja. Und was mussten Sie da machen bei diesen Wettbewerben? Da ging es eigentlich hauptsächlich um die Rezeption, das heißt Beschwerdemanagement, Englisch war auch dabei. Wie geht es jetzt nach dieser Lehre, also nach dem Abschluss der Lehre für Sie weiter? Bleiben Sie uns erhalten in der Thermela? Auf jeden Fall, also ein bisschen bleibe ich noch da, aber ansonsten würde ich dann gerne noch ein bisschen weiter weg, ein bisschen was anschauen, aber aktuell noch ein bisschen in La. Im Rahmen der feierlichen Übergabe im Rathaus La war auch eine Klasse der Landesberufsschule zu Gast. Die duale Lehre ist eigentlich ganz, ganz einfach erklärt. Auf der einen Seite lernt der Lehrling die praktischen Dinge im Betrieb, also das Verkaufen, das Produzieren, das Lagern im Einzelhandel, alles was dazugehört. Und in der Schule bekommt er die Ausbildung in theoretischen allgemeinbildenden Fächern beziehungsweise in den theoretischen fachorientierten Fächern, um hier auch eine theoretische fundierte Basis zu haben für den Verkauf im Geschäft dann. Wir haben heute schon des Öfteren wieder gehört, wie schwierig es in Zukunft sein wird, ausgebildete Fachkräfte zu bekommen. Jetzt haben wir aber heute auch gehört, dass in der Landesberufsschule zum Teil ja schon etwas ältere Schüler wieder eingeschult werden, die vielleicht schon einen fertigen Beruf mit sich bringen. Das ist ganz richtig. Wir haben mittlerweile Schülerinnen und Schüler, die einen Lehrberuf ergreifen, die AHS-Absolventen sind, die eine
Fachschule absolviert haben, zum Teil eine landwirtschaftliche Fachschule. Wir haben mittlerweile sogar manchmal Lehrlinge, die schon einen Beruf abgeschlossen haben. In diesem Lehrgang zum Beispiel ist unser großer Stolz, dass wir einen jungen Uhrmachermeister haben, der sich entschlossen hat, eine Einzelhandelslehre im Gartencenterbereich zu machen. Die Zeiten sind sehr kurzlebiger geworden, die sind sehr flexibler geworden. Deswegen ist es auch sehr, sehr oft der Fall, dass junge Menschen, die schon einen Lehrberuf ausüben, sich dann entschließen, etwas anderes zu lernen. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass die Lehre und der Lehrberuf eine ganz wesentliche Stütze unseres gesellschaftlichen Lebens, unseres wirtschaftlichen Lebens ist. Und Gott sei Dank beginnen wir jetzt wieder auch in der Öffentlichkeit der Lehre ihr zustehenden Status und die Bedeutung, die sie braucht, wiederzugeben.